Bevor das Video losgeht, ich bin selbstverständlich wieder auf Twitch online und höre mir die ganzen neuen Releases an. Kommt gerne vorbei. Erster Link in der Beschreibung und ja, ich hoffe, da kommt was Geiles raus. Kommt vorbei. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten, ich hoffe einfach mal, Sommerhit. Ich habe den Trailer jetzt bei Insta gesehen und so weiter und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich glaube, das wird ziemlich nice. Ganz kurze Sache, ich werde sehr oft gefragt, wo man meine Beats bekommt, weil im Intro habe ich ein Beat drin und so weiter und ich werde trotzdem gefragt. Unten in der Beschreibung ist mein Beatshop drin, da steht, ne, da kriegt ihr alles her, auch Freebeats für Non-Profit gibt es da jetzt auch. So, bevor wir jetzt weiter, wir fangen an. Heute geht es um die nächste Single von The Crates. Tatsächlich habe ich das Ding schon vorher bekommen, deswegen muss ich das hier vom Handy ablesen. The Crates, Maxwell, Yoshimitsu und Bounty und Cocoa. Sagt mir gar nichts, die beiden, aber tatsächlich zwei Mädels. Der Song heißt Super Soaker und ich glaube, jeder, der eine Super Soaker in seiner Kindheit hatte, der weiß, wie geil die Dinger sind und wie viel Spaß die Teile machen. Und ja, ich erwarte eigentlich ehrlich gesagt einen Sommerhit. Ich erwarte einen Sommerhit. Im Trailer hat man schon ein bisschen was gehört, wo es inspiriert sein könnte. Ich will aber jetzt nicht zu sicher sein, aber wir hören jetzt einfach mal rein. Let's go. Okay, es fängt schon damit an. Ich finde, das hat direkt diesen Hotel Room Vibe von Pitbull. Nur es ist halt abgeändert, also deswegen würde ich das auch maximal eine Inspiration nennen oder so, ne? Also mehr auch definitiv nicht. So, ich bin bereit. Super! Okay, das hat man auf Insta schon gehört. Ich finde, das hat einen geilen Vibe. Also ganz ehrlich, ich kenne die zwei Mädels nicht. Ich weiß nicht, was die sonst machen, aber es ist halt jetzt schon Sommer pur, ne? Auf die Barbies und Pocahontas mit Super Soaker. Meet me at the Hotel Room. Kanone, lag den Lode, Waffe scharf, so wie Salzersoße. Nasse Weiber von den Wasserbomben, jeder Abend endet in der Katastrophe. Oh ja, dann ist alles richtig gemacht, wenn jeder Abend in einer Katastrophe endet. Ja, ich würde sagen, die Combo Maxwell-Yoshi kennt man ja schon aus tausenden Hits, muss man einfach sagen. Ob jetzt zum Beispiel Skifahren von den beiden zusammen, ne? Also die beiden sind so ein Potenzial für Hits einfach, ne? Das ist halt Club Hits, ja. Badeshorts aus dem Prada Store, Gelato Knollen sind aus Kalifornien. Super Soaker, meine Makarov. Okay. Was für Party machen, Mann, wir machen Orgien. Viele Kohle, Wodka mit Melone und ich gebe Soße aus der Spritzpistole. Will ein Liebeslied, will auf Nicky Beach, doch ich will lieber Drogen und paar Whisky-Dosen. Ah ja, klar, sicher, ist ja auch wichtiger, ne? Nee, ich würde sagen, textlich absolut natürlich das, was wir eigentlich erwarten bei sowas, ne? Party und Alkohol und alles, was dazugehört, ne? Also jeder soll feiern, wie er will, ne? Aber so verallgemeinert passt das schon ganz gut, glaube ich. Mädels, die tanzen. Warte mal, der Beat hat sich gerade ein bisschen geändert, ne? Die Drums. Da das Tor, Gelato-Knollen sind aus Kalifornien. Super Soaker, meine Makarov. Was für Party machen, Mann, wir machen Orgien. Viele Kohle, Wodka mit Melone und ich gebe Soße aus der Spritzpistole. Ja. Ein Liebeslied will auf Nicky Beat. Ja, es pusht sich halt schon nochmal so ein bisschen mehr auf, ne? Am Anfang, die Rhythmik war schon relativ gleich so, aber es ist halt nochmal, ich weiß nicht, ob die Drums nur lauter sind oder gelayert wurden oder keine Ahnung. Ah, es klingt so, als würde es jetzt losgehen, ja? Doch ich will lieber Drogen und paar Whisky-Dosen. Nehmen Sie nicht mit auf ein Rendezvous. Nehmen Sie nur mit auf ein Hotel Room. Wasser in der Garten. Rendezvous auf Hotel Room? Ha! Aber Stoff im Blut. Bruder, bin schon ein, doch nimm noch einen zu. Denn wir sind Shooter, shooten locker mit Super Soaker. Digga, das ist wirklich mal was anderes, ne? Ich meine, ganz ehrlich, welchen. Real Talk, an euch draußen. Hört ihr, also jetzt nicht, ob ihr jemanden gut findet, sondern hört ihr privat Deutschrap von Female Artists? Ich wüsste es gerne einfach mal, weil ich lese das nicht so oft tatsächlich. Obwohl wir meiner Meinung nach sehr starke Künstler haben, Künstlerinnen. Ne? Aber das Problem ist irgendwie, dass viele sehr, ja, weiß nicht, sehr in eine Sparte, in eine Schublade schon gedrängt werden und so, ne? Deswegen finde ich schade, Alter. Zum Beispiel Juju habe ich sehr gerne gehört, aber irgendwie kommt da auch nichts mehr, ne? Schade. Schade eigentlich. Und ich finde, die Mädels klingen hier geil. Es klingt geil, es klingt auch Party. Nicht nur im Sommer, krieg dich
Schatz ab. Super Soaker. Ah, das ist doch dieser Pool-Club da in Berlin, ne? Haubentaucher oder irgendwie sowas? Hauben? Doch nimm noch einen Zug. Denn wir sind Shooter, Super Soaker. Wir sind Shooter, shooten locker. Okay. Nicht nur im Sommer, krieg die Shots ab. Super Soaker. Alter, der Text ist eingängig, ja? Auf die Barbies und Pocahontas und Super Soaker. Super Soaker. Super Soaker. Super Soaker. Okay, jetzt bin ich gespannt, ne? Ich finde, Yoshi hat einen schönen Part. Ich finde, Yoshi hat immer so, wie soll ich sagen? Ich finde, seine Parts klingen einfach immer clean, wisst ihr? So, da ist nichts irgendwie, was groß nervt, aber auch jetzt nichts, was so groß krass ist. Ja, obwohl doch, manchmal hat er schon krasse Melodien. Das war Bullshit. Ich nehme es zurück. Kann ich das noch rausschneiden? Ich glaube nicht, ne? Ganze Tasche voll Drogen. Ach, by the way, ich wurde öfter gefragt, warum ich meine Videos nicht schneide. Das hat einen Grund. Ich bin fucking faul. Nein, es hat eigentlich den Grund, dass ich gar keinen Bock habe, mich zu verstellen, und ich will mich nicht durch Schnitte anders darstellen, als ich bin. Entweder das passt so, wie ich bin, oder es passt halt nicht. Und ich finde halt, Schnitte wirken immer so, ja, als wollte man irgendwie was extra darstellen oder so. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich bin faul, ja. Ich will Musik hören und Musik machen, wisst ihr. Ich will keine Videos schneiden. Ich will mit euch Spaß haben. Wenn ich jetzt Spaß habe, dann muss ich nicht schneiden und ranzoomen und sonst was, sondern ihr seht einfach, dass ich Spaß habe. So, das ist, ich will das gar nicht mit Musik unterlegen oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Also, das ist, finde ich viel, viel authentischer. Hä? Warum hängt das? Nee, das will ich aber jetzt nicht. Fuck. Wir sind alles Ganoven. Ja. Ganze Tasche voll Drogen. Ja. Schütze mein Schopf nur mit Wasserpistole. Ja. Von 10 treff ich 10, Digga, das meine Quote. Okay. Super Soaker macht die Weiber nass. Das ja. Sind feuchte Höschen, aber keine Knast. Digga, ich hab so übelst die Trash-TV-Vibes, wenn ich diese Villa sehe, ne? Ey, tut mir leid, ne? Aber wenn man so diese ganze Kacke guckt, dieses Ex on the Beach, Temptation, Love Island, Alter. Man hat einen Schaden. Man hat einen Schaden, wirklich. Man hat einen Schaden. Auf dem Reisepass, Walla, ich feier krass Party auf Beine von Geisteskrank. Hört sich hoch, werden genau ihre glatten Haare werden gleich zu locken, kommen in Badestadt. Ihre glatten Haare werden gleich zu locken? Ich meine nicht mehr, ja. Weiße Nike-Socken, immer halbe Socken, ziehe weiße Trocken, Baby, Dual-Time, komm in Pool rein. Fühlt sich so an wie die Schulzeit. Ey, ich glaube, Maxwell ist ein ganz schlimmer, Alter. Maxwell ist ein ganz schlimmer. Ja, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, ne? Aber ich glaube sogar, dass Maxwell der Schlimmste aus der ganzen Gruppe ist. Mich kaffe und spritze mit Wasser und züchte einen Rudel von Blutlein. Was hat die Dame gerade da gemacht? Die hat doch nur die Super Soaker nachgeladen, ne? Fühlt sich so an wie die Schulzeit. Ey, ich kiffe mich kaffe und spritze mit Wasser und züchte einen Rudel von Blutlein. Also die Szenen skippe ich normalerweise. Achso, Pre-Hook. Hä? Jetzt kommt. Alter, sag mal Hammer. Hallo. Ey, das ist die gleiche Bridge wie in the Hotel Motel Holiday Inn. Ne, das ist auch so eine Bridge. Nein, fühlt sich so an wie die Schulzeit. Ey, ich kiffe mich Kaffee und spritze mit Wasser und züchte einen Rudel von Blutlein. Me at the hotel, Hotel Inn. We at the hotel, Motel, Holiday Inn. We at the hotel, Motel, Holiday Inn. Denn wir sind Shooter, shooten locker, Super Soaker. Nicht nur im Sommer, kriegt die Shots ab, Super Soaker. Auf die Barbies. Fuck, haben die einen Spaß, Alter. Fuck, haben die einen Spaß, Mann. Pocahontas und Super Soaker. Super Soaker, denn wir sind Shooter, shooten locker mit Super Soaker. Nicht nur im Sommer kriegt die Shots. Boah, wisst ihr, was mir fehlt bei dem Song? Das wird wahrscheinlich auch jetzt die Tage als Video kommen noch. Und zwar auf TikTok kann man ja so Duette machen. Ne? Das heißt, man kann den Beat leer da angeben und jemand macht halt einen Part drüber. Ich hätte so gerne einfach diese Möglichkeit zu hören, was Zuschauer noch daraus machen würden und so. Ne? Ich glaube, ich werde das mal Crates vorschlagen, weil es ist eigentlich eine sehr, sehr geile Sache für Leute. Erstens, um zu zeigen, was sie können. Und zweitens einfach für uns einfach noch mehr Input von geilen Künstlern zu hören. Wisst ihr, was ich meine? So, ich werde mal vorstellen, ist eigentlich eine geile Sache, Mann. Cool, hatten wir jetzt auch noch eine Bridge à la Pete Bull. Super Soaker. Super Soaker. Auf die Barbies und Pocahontas und Super Soaker. Alter,
die geben schon Vollgas, ne? Wo war denn Alex da auf einmal? War das irgendwie eine Szene woanders rausgeschnitten oder so? Ah, ich bin mir nicht sicher, ne? Ist das aus einer anderen Szene? Wenn ja, dann wisst ihr das bestimmt, ne? Weil das sieht jetzt vom wie es gefilmt ist, nicht so aus wie bei der Party. Ja, ich glaube, das war eine gute Party. Effekt hat auf jeden Fall wieder gesponsert hier an dieser Stelle. Die sind in letzter Zeit sehr oft dabei, muss man sagen. Ja, ich würde sagen, wir packen die Super Soaker aus, ab in den Garten und wird ein bisschen geballert. Hat Spaß gemacht, kann man sagen, was man möchte. Pitbull-Sample-Inspiration, sage ich jetzt einfach mal, war geil. Hat Spaß gemacht, war nicht zu ähnlich dem Original. Hatte was Eigenes. Ich finde, das hatte wirklich was Eigenes, so einen eigenen Vibe. Gerade auch, was die Mädels in der Hook gemacht haben, fand ich cool. Dass dann nochmal die Bridge kam als kleine Anlehnung an Pitbull, fand ich nice, war passend, hat Spaß gemacht. Ich glaube, was wollen wir mehr bei einem Sommerlied? Ich wünsche euch was. Schönen Abend und kommt gerne im Stream vorbei. Peace.